Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Stammesphase angekommen, ne? Und wir haben uns jetzt quasi schon eingedeckt hier mit ja, Klamotten und allem. Und genau, wir haben unseren Stamm hier entwickelt, Freunde. Genau, haben wir jetzt hier schon unsere Leutchen hier. Und die brüllen hier rum, die schlagen sich kaputt, also. Ja, genau, da kriegt man doch direkt gute Laune, wenn man das hier anfängt zu spielen. Wir haben hier schon uns schön unser Essen gesammelt, war jetzt. Okay. Okay. Wir haben hier schön unser Essen bestellt beim letzten Mal, ne? Also bestellt. Wir haben es gejagt. Wir haben jetzt hier alles dabei, ne? Fleisch, Fisch, Eier und. Was habt ihr da? Und Früchte. Oh, die wollen ein Geschenk überreichen hier. Die wollen ein Geschenk überreichen, aber brüllen uns an. Ja, ist klar, Leute. Allerdings, Leute, würde ich mal sagen. Jo, wir wollten ja beim letzten Mal die Braunen hier mal mit interagieren. Da würde ich mal sagen. Machen wir das doch mal. Bring denen doch mal ein Geschenk. Wie funktioniert das denn hier so? Wir würden nämlich die ganz gerne hier als Freund haben. So. Genau, Leute. Gut. Dann. Moment, nein, 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 stopp. Stopp. Einer muss hier bleiben. Ich merke gerade hier, dass das Essen hier nicht gesichert ist. Weil, wie wir gesehen haben, ne, wilde Tiere können ja auch unser Essen stehlen. So, dann würde ich mal sagen. Wie kann man denen denn ein Geschenk bringen? Ja, ich glaube, wir müssen da erstmal draufklicken. So, ja, genau, Leute. Wir haben ja Flügel, ne? Das heißt, die können sich hier viel schneller fortbewegen. Da ist doch schon einer. Da ist doch schon einer. Hi. Was ist das hier für. Der greift uns tatsächlich an. Ja, dann macht die mal kaputt da. Los. Wenn der uns da unbedingt angreift. Müssen wir gleich erstmal essen, was wir da mitnehmen können. Aber lass das erstmal liegen. Los. Wir machen jetzt hier ein bisschen Musik, Leute. Ach, ihr seid doch nervig, wirklich. Jetzt hört doch mal auf. Lasst uns doch mal in Ruhe hier. Mensch. Brrr. Ja, genau. So, dann interagiert mal, Leute. Das funktioniert hin. Ach, das war. Okay, Moment. Nee, mach den erstmal kaputt. Nehmen wir das Fleisch mit nach Hause. Ach, das war anders. Wir müssen dieses Instrumentengebäude bauen. Stimmt, Leute. Gut, dann nimm. Ist noch einer von denen. Mach den kaputt. Los. Der hat keine Chance hier. Los. Wenn der uns anfaucht. Gut. Jo, dann. Hallo. Hallo, Freund. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, geht ihr mal nach Hause, ja? Sind das denn jetzt alle hier? Der Stammeshäuptling und vier Leute. So. Ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Es ist, wenn die Folge hochkommt, Ostersamstag. Und, ja. Genau, dann würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. Ich wünsche euch jetzt hier schon mal, ja, frohe Ostern, Leute. Genau. Frohe Ostern und es wurde ein neuer Stamm ge. Ui, 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 ui. Jetzt geht's aber los hier. Die sind alle aggressiv, die anderen. Oh Mist, Leute. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Ich glaube, das war hier. Klickt er auf das Hutsymbol. Ja, brauche ich erstmal. Genau hier diese Holzhörner, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, holt euch mal hier die Flöten, diese Holzhörner, weil ich glaube, wir müssen unser Equipment wechseln. Du hast gar nichts, oder was? Doch, du hast Dings. Du hast einen Speer, ne? Ja, du hast einen Speer, alles klar. Gut, bevor die uns nämlich angreifen, gehen wir mal zu dem Pinkdorf dahin. Plan geändert, Leute, weil die sind gelb, die machen nichts. Wir müssen erstmal gucken hier. Ja, es geht direkt los hier. Wir müssen erstmal gucken, das war jetzt hier die gelben. Ach du. Eine epische.
Schoppe! Das sind wir! Wie geil ist... Ernsthaft? Das sind wir? Eine epische Froschkreatur. Schaut euch das an, das sind wir in groß. Wie geil ist das denn? Okay. Leute, das ist ja mal mega nice. Schaut euch das mal an, das sind wir in groß. Ja gut, dann wisst ihr was, dann macht mal hier die... Moment mal, das will ich mir anschauen. Nehmt euch in der Zwischenzeit mal die Speere. Schaut euch das mal an. Das ist eine epische Froschi-Kreatur. Ach du Heilige. Ja gut, aber anscheinend sind die nicht so stark irgendwie. Ne, schaut euch das mal an, der ist kaputt gegangen. Die haben den kaputt gemacht. Tatsächlich. Ja gut, dann könnt ihr eigentlich doch die Flöten nehmen, ne? Genau, dann könnt ihr eigentlich doch... Genau, so geht das mit dem Geschenk. Hört euch mal die Musik an hier. Genau, Party. Genau, Leute, die Musik ist einfach so herrlich. So, und nun? Nimm das Geschenk an, los. Oh, sehr gut, Leute. Die Pinkchen, die haben wir jetzt hier schon mal. Was haben die denn da? Wir müssen ja gucken. Wir müssen ja gucken, was die hier für Instrumente haben. Die haben auf jeden Fall hier ein Heilgebäude. Die haben da, was ist das hier? Das ist, glaube ich, für Sammeldings, ne? Und die haben auch... Ah, ne, die haben die Didgeridoos. Die haben da Didgeridoos. Okay, nee. Leute, wisst ihr was? Geht mal hier essen. Ihr habt nämlich alle Hunger, wie man sieht, ne? Dann brauchen wir... Dann müssen wir leider doch erstmal mit den Braunen hier anfangen. Okay, Leute. Da haben wir hier einen... gehört? Hier, die anderen, die greifen uns schon mal an hier. Okay, Leute. Die greifen uns an hier, schaut mal. Das ist jetzt ein blödes Timing, weil wir eigentlich erstmal essen müssen, ne? Aber ja, gut. Dann, würde ich sagen, esst erstmal schnell. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis die kommen, ne? Gut, Leute. Dann esst ihr mal schnell. Und nehmt euch mal schnell hier die Wurfspeere, weil wir müssen uns verteidigen, Leute. Wir müssen uns verteidigen. Gut. Die kommen nämlich da angreifen. Die wollen uns kaputt machen. Aber, Leute, das lassen wir nicht zu. Ihr habt jetzt alle Speere genommen. Und dann auf damit Gebrüll. Los. So, kämpfen, Leute. Kämpfen. Und macht die kaputt. Los. So, sehr gut. Sehr gut. Die gehen dann natürlich direkt auf meinen Häuptling, ne? Gut, dann zieht der sich mal zurück. Und, genau, dann macht ihr mal die anderen kaputt. Los. Lass doch... Aha! Wir können fliegen, Junge. Wir können fliegen. So, dann macht jemand jetzt mal die anderen Leute kaputt hier. Los. Okay, mein Häuptling ist fast kaputt. Okay. Ah! Unser Häuptling ist kaputt. Die haben unseren Häuptling ver... Die haben... Was zur Hölle? Was machen die denn da? Lass unser Haustier in Ruhe. Hey, du Penner. So. Der hat unser Haustier kaputt gemacht. Och, dieser Blödmann. Und der hat unser Essen geklaut. Von dem Zyrendorf. Der hat unser Essen geklaut. Schaut euch das mal an hier. Was geht denn hier heute ab, Mensch? Meine Güte. Gut, das müssen wir erstmal reparieren, das Gebäude. Dann repariert das mal. Ja, wir haben unseren Häuptling verloren, Leute. Oh, das ist... Gut, die haben ein bisschen von unserem Essen geklaut, hier die Zyren, Leute. Jetzt haben wir zwei gegnerische Stämme. Ach, super. Zwei gelbe und zwei gegnerische. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder hier... Komm du mal her, wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Haustierchen. Gut, dann hol dir mal wieder hier so einen Alpha-Mugi. Da frage ich mich aber immer noch, warum die noch Angst vor uns haben hier. Wir haben doch schon einen von euch hier domestiziert.
Na komm. Na komm, los. Komm. Leckerli, Junge. Ah, das Geräusch heißt... Genau. Ich hab wieder diese geile Musik hier. Genau. Och Leute, nicht euer Ernst. Jetzt greifen schon wieder welche an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer jetzt? Die Blauen, okay. Ach du Heilige, das sind immer so viele, ne? Gut, dann Leute, kommt mal hier hin. Kommt mal hier hin, ich brauche eure Hilfe. Los. Und dann hier. Nein, um Gottes Willen, was machst du denn da? Dann mach die kaputt, los. Lass uns in Ruhe. So, da ist noch einer. Der ist noch drei, der hat drei, los. So, weg damit. Weg mit dem. So viele aggressive Leute hier, Mensch. So, Häuptling Hohmeis ist wieder da, wie wir gesehen haben. Und, ja, wir müssen unseren Stamm hier verteidigen. Was macht der da? Lässt du unser Gebäude in Ruhe, Leute? Na gut, dann schieß hier drauf. Dann mach mal da drauf. Boah, unser Häuptling stirbt schon wieder fast. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich muss erstmal hier gucken. So, mach den kaputt. Der killt nämlich schon wieder meinen Häuptling hier weg. Ja, das ist... Boah, 5 von 9. 5 von 9. Mach mal ein neues Baby hier, los. So. Ja, hei, 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 Leute. Da geht's aber ganz schön ab direkt am Anfang. So. Gut. Wir haben ja ein neues Baby. Unser Häuptling ist kaputt gemacht worden von denen. Das Geschenk, das kannst du zurückbringen. Ja, ja. So, heilt euch mal, genau. Heilt euch mal. Ein Heilritual hier. So, der hat sich wieder aufgeheilt. Solange, sobald der Häuptling... Moment mal, wisst ihr was? Die haben 4 von 9. Da die ja jetzt hier schön fischen gehen, würde ich sagen, mache ich die jetzt kaputt und dann mache ich die Blauen mal kaputt. Weil dann haben die ja nicht mehr viele. Ne? Und wir haben jetzt schön die Wurfspeere. Dann würde ich sagen, machen wir die mal kaputt hier. Die. So, los. Los, mach die kaputt. Da kannst du spucken, so viel wie du willst, Leute. Junge. So. Das Tierchen, das Esel, hilft uns auch. Wie geil ist das denn, Leute? So, ja dann. Krug ist jetzt erwachsen. Okay, 5 von 9, 6 von 6, 9 von 9. Gut. Den Moment können wir jetzt nämlich gleich ausnutzen. Und wir können jetzt... Wir können jetzt die Blauen nämlich kaputt machen. So wie ich das sehe. Weil wir haben 3 von 9, Leute. 3 von 9. So, Feuermacher. Ja, der hat noch ein Baby da. Baby. Okay, gut, dann greift mal hier an, los. Los, Leute, dann machen wir jetzt mal hier so ein... Ah, der hat so viele HPs, der Häuptling. Oder wisst ihr was? Ne, das sind nur Feuermacher. Ne, ne, die können spucken, das ist kein Problem. So, wir haben ja Fernkampfwaffen. Dann mach den mal kaputt, los. Mal gucken, ob wir das schaffen hier. Mach den Häuptling kaputt, weil wenn der Häuptling kaputt ist, dann ist schon mal die halbe Miete hier. So. Es könnte sein, dass das nicht ausreicht. So, doch, jetzt ist der Häuptling kaputt da. Ja, es könnte knapp werden, ne? Die haben zu viel Leben, ja, ja. Die haben zu viel Leben. Ja gut, okay, nee, Leute, dann wisst ihr was, dann müssen wir hier weg. Los, dann... okay. Ja gut, dann... Wir müssen eigentlich hier weg, aber... Ah, das ist jetzt blöd gelaufen. Mach mal noch ein paar Babys hier. So, da kommt ein Osterei raus. Ja gut, das war keine gute Idee diesmal. Da haben sie uns besiegt hier. So, die haben immer noch 5 von 9. Wir müssen dringend... Ach du Kacke. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Das heißt, dann holen alle, die jetzt erwachsen sind. Schaut euch mal das Baby an.
Das ist ungesund. Naja, gut, Leute. Herr der Tiere, was ist das eigentlich nochmal? Was war das nochmal? Herr der Tiere. Was war das nochmal? Was war nochmal Herr der Tiere? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, um ehrlich zu sein. So, wir haben noch einen Erwachsenen. Das ist ganz gut. Da, noch einen Erwachsenen. Sehr gut. Ja, wir brauchen definitiv das Essen hier. Ach, die Tiere laufen dem hinterher. Ah, ich verstehe schon. Ja. Okay, Leute. Nein, 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 nein. Nicht essen. 5 von 9, 5 von 9. Okay. Ich bin mir gerade echt unsicher, was wir hier machen sollen. Ich glaube, wir müssen versuchen. Wir müssen wirklich versuchen jetzt hier. Nehmt mal den ganzen Stamm. Und holt euch mal hier die Wurfspeere. Ach Quatsch, nee, nicht die Wurfspeere. Die Holzhörner. Wir müssen nämlich die gelben zumindest schon mal verbünden. Damit wir dann eine größere Hütte bauen können. Ach, das Baby, ey. Alter Schwede. Na ja, gut. Wir müssen auf jeden Fall die Grünen hier auf jeden Fall erstmal verbünden. So. Jetzt haben wir nämlich die Holzhörner. Wir müssen keine Angriffe befürchten. Damit wir einen größeren Stamm kriegen. Wir müssen jetzt nämlich mit denen hier musizieren. Hallo. Hallo, liebe... Oh, jetzt nerv nicht rum hier, ihr Belas. Also wirklich. Ja, dann macht die kaputt. So, los jetzt hier. Los. Mach mal hier Dings. So, da schaut doch mal hier das Interagieren. Schaut mal, wir sozialisieren jetzt uns hier mit dem. Gut, Leute. Dann macht euch mal bereit. Und dann können wir ja gleich anfangen, hier ein bisschen zu musizieren. Schaut mal. Die wollen nämlich Flöten haben, genau. Weiter geht's. So. Genau, wir müssen jetzt nämlich immer schön hier mit denen flöten. Und dann haben wir das geschafft schon mal. Sehr gut. Wir sind... Das Braundorf ist jetzt dein Freund. 10 von 10, ja, das war geil, ne? Gut, dann können wir direkt nochmal eigentlich. Oh, das ruckelt manchmal ein bisschen jetzt. So, weiter geht's. Wir wollen dich als Verbündeten haben, mein liebes Braundorf. So, weiter geht's hier. Los. Und zack, genau. Einmal noch. Das müsste eigentlich reichen, oder? Ja, sehr schön. Braundorf ist der Verbündete. Sehr gut. 10 von 10. Geil. Allerdings müssen wir uns gleich mal wieder... Okay. Yay. Genau, Leute. Eine Buschparty. Sehr schön, das haben wir. Da, seht ihr? Wir müssen nämlich auch neue Gebäude. Sehr, sehr gut. Und wir haben... Genau, ein Totem, Freunde. Du hast das Braundorf zu deinem Verbündeten gemacht. Zur Feier des Tages stellen sie deinem Stamm einen Totem teil, sowie einige neue Werkzeuge und Outfits zur Verfügung. Letztere wurden in deinem Stammesplaner hinzugefügt. Wir wachsen, Leute. Sehr gut. Wir haben endlich die größere Hütte, die wir so lange haben wollten. Und? Yay. Dein Stamm gewinnt an Ansehen. Du hast jetzt eine größere Hütte und dein Stamm kann bis zu 9 Mitglieder haben. Genau, Leute. Dann würde ich mal sagen... Nutzen wir das doch direkt und machen mal hier noch ein Baby. Ein Osterei. Genau. Das passt gerade, ne? Das hört sich so witzig an, ey. Naja, gut. Leute, wir müssen auf jeden Fall essen. Wir brauchen Essen. So, Stamm. Essen holen, los. Auch wenn es momentan nur Eier sind. Weil ich habe Angst, dass wir gleich wieder hier angegriffen werden. Dass wir gleich wieder hier angegriffen werden von den Blauen und von den Grünen. Ja, das könnte heftig werden. So, die haben 8 von 9, die haben 5 von 9. Gut, wie sieht's denn hier aus? Oh, wir waren sogar aggressiv. Eine Zeit lang, ne?
Stimmt, wir waren sogar eine Zeit lang echt aggressiv. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit noch zwei Dörfern verbünden. Zwei, und dann die anderen beiden kaputt machen. Genau. Allerdings... Ja, das Pinkfond, das Zyandorf, können wir das noch verbünden? Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Gut, mach mal ein Osterei. So. Passt gerade so zur Zeit hier, das Osterei. Schau mal. Sehr gut, Easter Egg, ja. Sehr gut, okay. Gut, dann haben wir jetzt hier die zwei Erwachsenen noch dabei. Nehmen mal den ganzen Stamm. Und dann holt ihr euch mal bitte Wurfspeere, weil da müssen wir jetzt nämlich... Alter Schwede, das Baby, ey. Es dreht sich sofort hier auch. Dann nehmt ihr euch gleich nämlich mal Wurfspeere, dann müssen wir gleich mal einen von den beiden kaputt machen. Ganz wichtig, weil die Zyan-Leute, die kommen uns bestimmt gleich wieder angreifen. Wenn die angegriffen kommen... Oh, was redet ihr da? Ihr wollt Bongo spielen? Das Baby hier oben dreht am Rad. Okay. Gut, wir brauchen unbedingt 9 Leute. Leute. Genau, du holst hier, ne? Oh, 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 schaut mal, was hier... Leute. Wow. Mal hier, da ist so ein Raumschiff hier. Schaut mal. Krass, da ist ein Raumschiff. Sehr interessant, das sieht aus wie die Star Trek Enterprise. Schaut euch das mal an, das ist eine Enterprise. Du nimmst aber keinen von mir mit, oder? Hey! Was soll das denn? Du hast ja einfach mein Haustier geklaut. Das geht aber mal gar nicht, ey. Enterprise für Arme. Das sieht aber schick aus, das Ding. Ah, da hat er mir mein Haustier geklaut. Das gibt's ja wohl nicht. Na gut, Leute, dann kommt mal einer hier mit. Und dann holen wir uns mal wieder ein Haustierchen hier. Los, wir haben ja genug Essen. Gut, dann holt euch mal hier... Ah, ne, Mugis haben wir schon. Einen Mugi haben wir schon. Holt euch mal so eine Kuh hier los. So, genau. Genau, Leute, wo ist das Raumschiff? Ja, brüll nicht so rum. Ich habe hier gerade andere Probleme. Natürlich, ey, das ist jetzt nicht wahr. Der klaut einfach meine Haustiere. Und ihr seht, der fliegt hoch. Genau, Leute. Genau, hier geht wieder die Party ab, ne? Wo ist es denn? Genau hier. Wir brauchen nämlich jetzt neue Haustiere. So, dann nehme ich mal den anderen noch mit. Einer reicht. Und, ja, hol dir mal nochmal ein neues Mugi hier. So. Zack, da brauchen wir schon gar kein Essen mehr für. Schaut mal. Wir haben es schon domestiziert. So, Leute. Genau. Dann können wir uns nämlich gleich verteidigen und dann die Zyan-Leute mal platt machen. So, Doppelparty hier. So, genau. Da, 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 da. Genau. Diese Musik, ey, wirklich. Ja, ich würde sagen, ihr könnt mal ein bisschen Früchte sammeln, ne? Das wäre gar keine so schlechte Idee. Da, 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 da. Genau. So, Leute. Wir haben 9 Mitglieder. Wir haben eine größere Hütte. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt den Angriff von denen erst abwarten. Aber ich glaube... Die greifen so schnell nicht an. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier neue Gebäude. Wir haben jetzt hier nämlich die Maracas als Sozialgebäude. Holzhörner, Wurfspeere. Ich glaube, Waffen kommen da oben hin. Genau, Holzhörner. Dann haben wir hier noch die Angelspeere, aber die werde ich nicht benutzen, Leute. Weil so viel angeln werde ich nicht. Und wir haben hier die Maracas. Das sind so Rasseln. Fürs Interagieren, Leute. Gut, da allerdings die hier, die haben nämlich diese Didgeridoos, wie wir hier sehen. In diesem Gebäude. Das heißt, damit können wir nicht interagieren. Das ist ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Gut, die gehen essen automatisch, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich
die Roten hier kaputt machen. Die haben im Moment 8 von 9. Wenn ich den ganzen Stamm jetzt mitnehme, laufe ich natürlich Gefahr. Nein, lasst mal bleiben. So. Gut, dann bringt ihr mal bitte... Du bringst das Essen weg, bitte, ja? Oder soll ich erst die Grünen machen? Soll ich erst... Ah, die Grünen sind so weit weg, das ist das Problem. Nee, machen wir erst die Blauen da, das Zyandorf. So, dann geht ihr mal dahin. Dann greifen wir die jetzt mal an. Die sind nämlich... Die sind zwar komplett, aber ich glaube, wir werden das gewinnen. Die haben nämlich keine Waffen. Die haben keine Waffen, Leute. So, dann greifen wir mal an hier. Los. Dann greifen wir mal an. Los. Ja, genau. Genau so, Leute. Gut, dann würde ich sagen, nein, nicht den Häuptling. So, mach erstmal die anderen. Mach erstmal die anderen kaputt. Die spucken nämlich nur. Die sind total hinterwäldlerisch. So, der eine ist weg. Dann ist den hier. Ich kann auch die 3 drücken, aber ich glaube, das passt schon soweit. Gut, den Feuermacher hier. Los. Ja, wir sind denen überlegen. Schaut mal. Och nein, nicht euer Ernst, Leute. Genau wenn wir angreifen, greift der andere da an. Okay, dann kommt mal zurück hier. Los. Dann kommt mal zurück. Ach, verdammt. Wir müssen zurück. Wir müssen das Ding verteidigen. Ach, genau wenn ich am Angreifen war, ne? Kommt der Grüne an. Ist klar. Ja, dann, schnell und hier, verteidigen. Los. Verteidigen hier. Wilde Tiere wollen auch noch unser Futter stehlen. Ach, verdammt, Leute. Jetzt kommt der Blaue nämlich auch noch an hier. Da müssen wir uns hier richtig verteidigen jetzt, ja? Wir müssen uns jetzt richtig verteidigen. So, gut, Leute. Dann mach den mal kaputt. Da sind noch mehr Eindringlinge hier. 4 von... Hey! Was macht ihr denn da? Die stehlen mein Essen hier, ja, ja, ich merk's schon. Und die wollen unsere Hütte kaputt machen, schaut mal. Lässt du unsere Hütte in Ruhe und vor allem unsere Haustiere? Verdammt nochmal. Oh, schmeiß die Speere da. Los. Der hat schon wieder mein Haustier kaputt gemacht, ne? Dieser Blödmann hier, ey, wirklich. Ja gut, okay. Dann repariert das mal bitte. 2 Babys und dann werde ich sagen, nö, wisst ihr was? Ich bleib bei meinem Plan. Da braucht ihr nicht so rumzuschreien. Ich bleib bei meinem Plan und mach mal die Roten als nächstes kaputt hier. Also die Blauen hier, weil die sind gefährlicher wie die hier unten. Die haben nämlich nur ein Mitglied, nur noch den Häuptling. Ja, selber schuld, mein Lieber. Wenn du mich angreifen kommst, selber schuld. Okay, dann würde ich sagen, hole ich mir nochmal ein neues Haustier. Und zwar hier nochmal so einen Bugi. Oh, das ist genau der, den ich schon hab, ne? Okay, dann holt euch nochmal eine Kuh. Wo jetzt? Der versucht es jetzt sogar. Ja, okay. Dann lasst den mal angreifen, Leute. Dann lasst den mal angreifen. Gut. Dann bin ich mal gespannt. So, wenn der jetzt nämlich angreifen kommt, das ist saugut. Lass unsere Haustiere in Ruhe. Verdammt nochmal. Vor allem den, der keine Waffe hat. Lass den in Ruhe. Los. So. Gut. Dann ganzer Stamm und verteidigen wir. Los. Die Kuh, die kann selber dahin laufen. So. Gut. Dann... Das ist nämlich das Coole an dem Haustier. Das hilft uns hier so ein bisschen. Schaut mal. Genau. So, den Moment müssen wir nutzen, Leute. Wir brauchen noch ein Mitglied. Okay. Gut, Leute. Das haben wir gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, da die jetzt nur ein Mitglied haben, machen wir den Häuptling jetzt kaputt. Ich habe nämlich langsam keine Lust mehr auf die. So. Gut, Leute.
So. Rambazamba hier. Los. Und ihr braucht euch nicht, ihr braucht uns nicht anzufauchen, wir wollen nichts. Los, ist gut. So, Leute. Gut. Wir machen den Häuptling kaputt. Was wollen die? Was wollen die von uns? Egal, Leute. Macht den Häuptling kaputt von denen. Und um die nämlich kaputt zu machen, müssen wir nur hier die Hütte kaputt machen. So, der Häuptling ist gleich weg von denen. Und dann macht ihr die Hütte kaputt. Los. Macht die Hütte kaputt. Ja, so ist das in der Stammesphase, ne? Wir müssen entweder interagieren oder die Hütte kaputt machen. Das ist der Dings, okay. Du bewachst mal bitte. Nimmst dir erstmal hier... Ah nein, nimm dir hier die Wurfspeer und bewach mal bitte das Essen. So, die machen jetzt nämlich hier das Haus kaputt. Genau. Der Rest, der ist ja hier zugange, ne? Wir müssen nämlich nur die Haupthütte kaputt machen, um dann, ja, quasi den Stamm ausgelöscht zu haben. Um dann, ja, wie nennt man's? Eine größere Hütte zu bekommen, genau, Leute. So, dann kriegen wir nämlich auch deine Didgeridoos hier, oder? Ich denke, ja. Ja, wie ihr seht, die Haupthütte braucht ganz schön lange, um kaputt zu gehen. Allerdings, ja. Das ist unser Verbündeter, genau. In Gelb. Das Gründorf. Die haben wieder 7 Leute. Da müssen wir aufpassen. Aber erstmal hier kaputt machen. So. Los. Kaputt machen. Und zack. Jawoll, Freunde. Wuhu. Sehr nice. Sehr nice. Wir haben eure Waffen. Sehr schön. Da war das nächste Dorf direkt hier. Zack. Genau. Du hast das Zyrendorf zerstört. Zur Feier des Tages hat dein Stamm ein zweites Totemteil geschnitzt. Deine Kriegsbeute und sind neue Werkzeuge und Outfits. Ja, okay, Leute. Aber Werkzeug... Werkzeugfackel. Was geht ab? Was geht ab hier? Kommt ihr mal bitte nach Hause, ja? So, was haben wir denn jetzt hier Neues? Wir haben auf jeden Fall eine größere Hütte eigentlich, oder? Hä? Warum ist unsere Hütte jetzt nicht gewachsen? Naja, egal, Leute. Gut, als nächstes... Nee, wir sind arbeitsam. Wir sind nach wie vor arbeitsam. Okay. Cool, dann können wir die da unten nämlich noch kaputt machen. Und der Rest, der wird dann... Ja, überzeugt von unserer Sache hier. So, Leute. Ich glaube, der ganze Stamm... Der ganze Stamm sammelt bitte mal Essen jetzt hier. So, los. Ihr holt hier die Eier ab. Nein, 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 um Gottes Willen. Ich will hier die Eier abholen. Hier, so. Los, genau. So, Leute. Früchte und Eier, das ist momentan so unsere Ernährung. Und genau, der Häuptling. Würde ich mal sagen, komm. Oh, warum ruckelt das denn manchmal so? Holt sich mal eine Kuh, aber der hat schon. Die haben wir schon. Ah, hier, genau, so ein Esel, genau. Gut, dann würde ich mal sagen. Genau, der kommt. Alles klar, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, du hast bereits ein Tier. Okay, Leute, dann haben wir wieder unsere 3 Haustiere. Dann schauen wir mal, was hier neues Waffen. Schweißbrenner. Zerstören Werkzeugschuppen und Hütten. Fügen anderen Stammesmitglieder aber kaum Schaden zu. Das sind Anti-Gebäude-Waffen, Freunde. Soll ich das... Nee, kommt. Nee, 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 nee. Das brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier noch... Moment, wie machen wir das? Genau, sammelt ihr erstmal Essen. Das, der ganze Stamm, der kann sich mal hier sammeln. Die haben wieder 8 Leute, ne? Jetzt haben sie 9 Leute. Das ist, die werden gleich wieder angegriffen kommen. Angreifen kommen. Gut, der heilt sich. Wo bist du denn? Ah, hier. Der heilt sich hier. Schaut mal, der macht wieder ein Heilritual.
Okay. Und ja. Bevor der das Essen wegbringt, hol dir mal einen Wurfspeer. Du sollst dir einen Wurfspeer holen. Hey! Hör auf! Was macht ihr überhaupt da? Bringt ihr mal das Essen weg? So. Bringt mal das Essen weg, Leute. Genau, ihr sollt das Essen wegbringen. Genau, die ganzen Spiegeleier hier. So, genau. Hey, nicht so rumschreien, ja. Braundorf möchte deinem Stamm etwas schenken. Ah, Leute, die Braunen. Sehr cool. Unsere Verbündeten schenken uns was. Yay. Party. Genau. Yay. Schaut mal hier. Wir haben ein Geschenk. Vielen Dank, ihr Braunen. Sehr cool. Ja, sehr schön. Geil. Dankeschön. Eine kleine Party. Ein Essenskörbchen haben sie uns gebracht. Wie nett. Ihr seid toll, liebe Braunen. Ihr seid toll. So, da sind Leute am Futter sammeln von dem. Gut, wisst ihr was? Ich wag mich das mal. Und, soll ich das echt 9 gegen 9 versuchen? Was haben die für Waffen? So, was haben die für Waffen? Die haben eigentlich nur die Steinäxte, ne? Steinäxte. Ja, die machen viel Schaden, das ist das Problem. Soll ich das versuchen? Nee, ich muss warten, bis die angegriffen kommen. Das geht gar nicht anders. Stattdessen können wir mal hier ein bisschen tanzen. Schaut mal. Können wir hier ein bisschen tanzen. Genau. Schaut euch das mal an. Bisschen Mexiko-Party hier. Geil. Yo. Genau, Leute. Genau. Das macht doch was. Jo. Gut. Die Frage ist halt, warum der nicht angegriffen kommt. Will ich mich das trauen? Ja, kommt. Wisst ihr was? Geht mal hier hin. Der ganze Stamm am besten. Der fischt. Der fischt, alles klar. Wenn die nicht rechtzeitig fertig werden, mache ich die zuerst kaputt. Weil im Moment haben wir nur die zu befürchten. Und die anderen, die sind da dann hier noch in dem Dorf, ne? Häuptling, ja, Axtkämpfer, ja, ja, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, gut, dass wir Flügel haben hier, wirklich. Das ist nämlich schön schnell. So, dann wartet ihr erstmal hier ab und mach mal hier drauf, los. Geht mal da drauf auf die Fischer. So, ja, das ist ein Axtkämpfer. Okay, der geht fischen mit einer Axt. Auch nicht schlecht. So, dann hier weiter, los. Ja, das war mir klar, dass wilde Tiere mein Futter jetzt stehlen wollen, aber das ist mir im Moment erstmal egal. Ich habe genug, schaut mal. So. Gut. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hin und machen die kaputt. Jetzt haben sie nämlich nur noch 7 statt 9. Das ist ein bisschen angenehmer. Ihr braucht gar nicht über Uhren zu reden, ey. Das bringt euch jetzt auch nichts mehr. Ihr seid nämlich jetzt gleich kaputt. Los. So, auf sie mit Gebrüll hier. So, auf sie mit Gebrüll, los, die haben keine Waffen hier. Ah doch, die haben doch Waffen. Die haben sogar starke Waffen, schaut mal. Die machen uns ziemlich kaputt, ja. So, dann machen wir hier weiter, zack. So, schön die Waffen schwingen hier, los. Na, nicht auf den Häuptling, eher auf den anderen Axtkämpfer. So, weil der Häuptling, der hält am meisten aus. So, dann wisst ihr was? Jetzt auf den Häuptling, Leute. Ah, der hat noch einen hier irgendwo rumlaufen. So, Häuptling gegen Häuptling. Das wird interessant. So. Der Häuptling ist weg. Sehr gut, dann macht noch den anderen Axtkämpfer hier weg. Wo kommt denn der her? Was ist das denn für einer? Hey. So, da ist noch einer. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Wo kommen die denn her? Ja gut, dann mach den hier auch noch kaputt. So, wegen den wilden Tieren mache ich einfach ein Baby.
Das kann den dann mal kaputt machen, da gleich später, wenn es erwachsen ist. So, dann macht ihr hier immer die Hütte kaputt. Los. Mach das Ding kaputt. So. Gut, wenn die da das kaputt machen, gehe ich mal zurück in unser Dorf hier und... Das hier kann ich leider nämlich noch nicht... Genau, da ist das Tierchen. Aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, die Babys, yay. Das Osterei. Schau mal, wie die aussehen. Genau. Richtig cool. So, Leute. Wie weit sind die da mit der Hütte? Halb kaputt. Okay, sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt hätten wir natürlich dafür die Gebäude... Hätten wir hier diese, wie hat sich das geschimpft, hätten wir hier diese Schweißbrenner mitnehmen können, aber Leute, vor allem Schweißbrenner in der Steinzeit. Ich glaube, die meinten eher sowas wie Feuerfackeln oder sowas, ne? So, genau. Ich sehe auch schon, dass die Folge gleich wieder vorbei ist, verdammt nochmal. So, dann beschützt du mal unser Essen, bitte. Nimm dir Wurfspeere. Und dann beschützt du mal bitte unser Essen. Sehr gut. So, die haben es gleich geschafft hier. Sehr gut. Die Blauen, die Grünen haben uns lange genug genervt. Genau wie die Blauen. Und zack. Sehr schön. Sehr geil, Leute. Wir haben die nächsten Tools. Perfekt. Perfekt. Schaut mal, wir kriegen unser nächstes Totem. Oh, sehr schön. Der Turm wird höher. Du hast das Gründorf zerstört. Dein Stammestotem ziert nun ein drittes Totemteil. Die Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes sind nun in deinem Stammesplaner verfügbar. Sehr schön. Wir wachsen weiter, Leute. Jetzt haben wir noch eine größere Hütte. Sehr cool. Gut. Würde ich sagen, kommt immer direkt mal... Was passiert hier? Ah, schau mal, wir haben jetzt hier so einen kleinen Kamin schon. Das ist ja cool, Leute. Wir haben hier schon so einen kleinen Kamin und... Natürlich sind die wieder aggressiv. Das gibt's doch nicht. Hier sind die neuen, Leute. Ja, eigentlich... Kann ich jetzt Didgeridoos bauen? Kann ich. Sehr gut. Wir können jetzt die Didgeridoos bauen, Leute. Damit wir nämlich... Ja, quasi die hier oben auch noch für uns gewinnen können und die roten dann halt auch, ne? Weil wir sind immer noch arbeitsam. Das ist gut eigentlich. Ja, das ist sehr gut. So, Leute, wir brauchen noch Babys. Noch zwei Stück. Weil wir können nämlich jetzt 12 Mitglieder sein in dem Stamm. Es wird langsam voll, Leute. Ah, schaut mal. Ach du Kacke, ey. Ja, das ist ungesund, was ihr da macht. Da ist noch einer. Schaut euch das an. Wie schnell. Ja, ja. Okay, Leute. Ihr solltet was essen. Esst mal was, kommt. Hier du. Und du vor allem. Ja, man, man, man. Genau. Ey. So Leute, wenn die beiden was gegessen haben, mache ich mal die Folge fertig. weil meine Uhr klingelt gleich schon wieder. Das ist doch immer so traurig, Mensch. Gut Leute. Was ist jetzt mit dem Häuptling? Geh mal was essen, Mensch. Du sollst auch was essen gehen. Los. Du nicht. Du brauchst nix. So, Leute. Gut. So, sehr gut. Dann war das jetzt meine Uhr. Dann würde ich mal sagen, nehmt den Stamm und geht mal tanzen, so zum Abschluss. Genau. So, Leute. Mit diesem Anblick verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Und ja, beim nächsten Mal geht es spannend weiter, wie wir mit den anderen beiden Stämmen, ja, Bündnisse eingehen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.